Willkommen zum dritten Video aus dem Videozyklus, wo wir das Arbeitsblatt zu den Summensätzen für die Winkelfunktionen bearbeiten. Wir brauchen in diesem Video das, was wir im letzten Video gemacht haben, nämlich die Summensätze bzw. die Doppelwinkelfunktionen. Die Summensätze, die findest du abgedruckt weiter oben am Arbeitsblatt, das wir gerade behandeln. Und die Doppelwinkelfunktionen, die hättest du schon machen sollen, wenn du das letzte Video geschaut hast. Das heißt, sie stehen jetzt nicht explizit am Arbeitsblatt drauf, wenn man es neu herunterladet, aber wenn du das schon bearbeitet hast, dann solltest du die auch schon stehen haben. Wenn du das noch nicht hast, schau dir vielleicht nochmal das letzte Video an, da haben wir das gemacht. Außerdem brauchen wir die Definitionen der Winkelfunktionen, also geometrisch im rechtwinkligen Dreieck, wie schaut das aus, und auch allgemein im Einheitskreis. Also Winkelfunktionen sind der Sinus, der Cosinus und der Tangens. Und ich habe hier zur Wiederholung ein Ausschnitt vom Arbeitsblatt zur Ähnlichkeit und den Winkelfunktionen. Das ist ein eigenes Arbeitsblatt, da habe ich auch einen Videozyklus dazu gemacht. Das heißt, wenn du diese Definitionen nochmal wiederholen möchtest, wenn du ein bisschen unsicher bist, dann schau dir gerne nochmal dieses Arbeitsblatt bzw. den Videozyklus dazu an. Und zu guter Letzt brauchen wir die wichtigen Zusammenhänge. Das ist ein Kasserl, das du am Arbeitsblatt zu den Winkelfunktionen am Einheitskreis findest. Und insbesondere brauchen wir, dass der Tangens der Sinus geteilt durch den Cosinus ist. Und wir brauchen diese zweite Formel, die ich gerade einblende, dass Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat gleich 1 ist. Wenn du dir bei diesen beiden Sachen nicht ganz sicher bist, warum das so ist, dann kannst du dir gerne nochmal das Arbeitsblatt Winkelfunktionen am Einheitskreis anschauen. Und wie soll es anders sein? Dazu habe ich auch schon einen Videozyklus gemacht. Die dritte Formel könnten wir brauchen, aber eigentlich können wir auch alles ohne diese dritten Formel hier machen. Aber sie schadet sich auch nichts. Na gut, was machen wir in diesem Video eigentlich? Naja, es geht in diesem Video mehr darum, dieses ganze Wissen, also ich habe es jetzt eh schon, du hast es ja eh schon gesehen, da ist sehr viel Vorwissen, was benötigt wird. Und dieses Vorwissen wollen wir alles zusammenfügen und irgendwie daraus das Neugelernte, was wir von diesem Arbeitsblatt jetzt gemacht haben, mit dem alten Wissen anknüpfen und eben dieses Wissen verwenden, um auch neue Probleme zu lösen, die wir vielleicht vorher nicht lösen hätten können. Na gut, schauen wir uns das Kasserl am Arbeitsblatt an. Wir machen zwei Kasserl in diesem Video. Das ist das erste Kasserl. Und wir haben hier zwei Ausdrücke. Und das Arbeitsblatt behauptet, dass man beide Ausdrücke einfacher darstellen kann. Und ausnahmsweise verwenden wir jetzt einen Taschenrechner. Ja? Und dein Auftrag ist jetzt, verschiedene Winkel einzusetzen für A und B und eine Vermutung aufstellen, wie man A und B, diese beiden Terme, wie man die einfacher darstellen kann. Wie immer gebe ich dir 3 Sekunden Zeit, damit du das Video pausieren kannst. Okay, die erste Beobachtung, die wir machen, ist, dass bei A dieser Term nicht für alle Winkel definiert ist. Erinnere dich dran, der Tangens ist nicht für alle Winkel definiert. Okay? Also es gibt Winkel, wenn ich das in meinen Taschenrechner eingebe, dann kommt hier ein Fehler raus. Okay? Und zwar sind das alle Winkel, also es ist 90 Grad, 270 Grad und immer 180 Grad dazu gerechnet, okay? Da ist es nicht definiert. Aber für alle anderen Winkel, wenn ich das eintippe, kommt mir, ich weiß nicht, was du für einen Winkel genommen hast, aber mir kommt da immer 1 heraus. Das heißt, meine Vermutung ist, dass A, wenn es definiert ist, ja, also wenn der Tangens hier keine Probleme macht, immer 1 ist. Bei B ist dieser Term eigentlich für alle Winkel definiert. Und egal, was ich da eintippe, mir kommt immer 0 heraus. Das heißt, meine Vermutung wäre jetzt mal, dass B immer 0 ist. Na gut, in der Mathematik ist es oft so, wenn man eine Vermutung hat, dann reicht das nicht, sondern man muss sie auch beweisen. Das heißt, ich würde dich jetzt bitten, dass du diese Vermutung beweist. Das heißt, wir müssen A bzw. B so umformen, dass bei A 1 herauskommt und bei B 0.
natürlich bei A für die Winkel, wo das definiert ist. Also wie gesagt, 3 Sekunden Zeit, um diese Vermutung zu beweisen. Und danach zeige ich dir, wie ich das gemacht hätte. Na gut, ich schreibe mal, fangen wir mit A an. Ich schreibe die Angabe ab, aber ich schreibe sie gleich so in verschiedenen Farben, damit man das, damit wir nachher gut damit arbeiten können. Und zwar schreibe ich den ersten. Term grün, den zweiten lila und den dritten orange. Also Sinus von 2 Alpha mal in grün, Tangens Alpha in lila und Cosinus von 2 Alpha in orange. Und die erste Beobachtung, die wir machen, ist, dass dieser Term, diese Tangens, gleich Sinus von Alpha geteilt durch Cosinus von Alpha ist. Gut. Und jetzt, wir sehen hier, wir haben hier zwei Winkelfunktionen, die wir quasi, wo wir einen doppelten Winkel drin haben. Ja, wir haben ja Sinus von 2 Alpha und wir haben Cosinus von 2 Alpha. Und wenn du jetzt weiter rauf schaust, wie diese Doppelwinkelfunktionen, wie die waren, dann können wir das jetzt hier einfach anwenden. Beziehungsweise, wenn wir das nicht gemacht haben, können wir halt hier die Summensätze verwenden, wo wir einfach Alpha plus Alpha rechnen. Also ich habe das gemacht und dann kommt mir für Sinus von 2 Alpha steht dann 2 mal Sinus Alpha mal Cosinus. Okay? Und das müssen wir noch mit den Tangens multiplizieren. Und der Tangens ist ja Sinus geteilt durch Cosinus. Also Sinus von Alpha durch Cosinus Alpha. So, jetzt fehlt noch das Orangene, der Cosinus. Und auch da gibt es eine Doppelwinkelfunktion. Und die haben wir das letzte Mal ausgerechnet. Und das ist Cosinus Quadrat von Alpha minus Sinus Quadrat von Alpha. Okay? Na gut. Sinus, 2 mal Sinus von Alpha mal Cosinus mal Sinus Alpha geteilt durch Cosinus. Die beiden Cosinus, die können wir wegstreichen. Okay? Das heißt, uns bleibt dann über 2 mal Sinus Quadrat von Alpha plus Cosinus Quadrat von Alpha minus Sinus Quadrat von Alpha. Und ich erinnere nochmal daran, bei den Winkelfunktionen schreibt man das Quadrat oft vor die Klammer. Das hat eigentlich keinen besonderen Grund, außer dass es halt schöner ausschaut. Genau, jetzt haben wir hier 2 Sinus Quadrat Alpha minus 1 Sinus Quadrat Alpha. Naja, wenn ich zwei Sachen habe und eins davon abziehe, dann bleibt mir eins über. Das heißt, das und der Zweier, die gehen weg und mir bleibt über Sinus Quadrat von Alpha plus Cosinus Quadrat von Alpha. Und im letzten Schritt erinnere ich nochmal daran, dass Sinus Quadrat von Alpha plus Cosinus Quadrat von Alpha gleich 1 ist. Okay? Das, wie gesagt, habe ich erklärt im Video zu den Winkelfunktionen am Einheitskreis auf diesem Arbeitsblatt. Das heißt, dieser Term lasse ich auf 1 zusammenfassen. Okay? Achtung! Der Sinus ist für alle Winkel definiert und der Cosinus ist für alle Winkel definiert. Und hier kommt 1 heraus. Aber der ursprüngliche Term war nicht für alle Winkel definiert. Okay? Das heißt, dieser Term, diese Umformungskette gilt nur für diejenigen Winkel, wo der Tangens definiert ist. Also, das sind jene Winkel, wo der Cosinus nicht 0 ist. Okay? Na gut. Schauen wir uns den zweiten Term an, das B. Und wieder schreibe ich die Angabe nochmal ab. Meine Nase kitzelt. Aber, wieder, ich verwende dieselben Farben wie vorher, um die verschiedenen Terme zu gruppieren. Und zwar habe ich dann eben Sinus von Alpha plus 90 Grad minus Sinus von Alpha minus 90 Grad minus 2 Cosinus Alpha. Und jetzt könnten wir entweder das verwenden, was ich vorher gesagt habe, mit dem, dass man, wenn man von Sinus von einem Winkel plus 90 Grad, dass man das durch den Cosinus ausdrücken kann. Oder wir tun einfach so, als wüssten wir davon gar nichts und verwenden ganz stur die Summensätze. Und ich entscheide mich für zweite Variante, weil es geht ja in diesem Arbeitsblatt um die Summensätze und dann können wir die gleich ein bisschen anwenden. Also,
Wenn ich diesen grünen Term, Sinus von Alpha plus 90 Grad, wenn ich da den Summensatz für den Sinus anwende, dann setze ich für Beta 90 Grad ein und bekomme dann Sinus von Alpha mal Cosinus von 90 Grad plus Sinus von 90 Grad mal Cosinus von Alpha. Okay? Das gleiche kann ich für diesen lilanen Sinus machen, also Sinus von Alpha minus 90 Grad. Und ich setze hier einfach ganz stur für Beta minus 90 Grad ein. Okay? Und dann bekomme ich minus, in Klammer, der ganze Term ist ja minus, Sinus Alpha mal Cosinus von minus 90 Grad, das ist mein Beta jetzt, plus Sinus von minus 90 Grad mal Cosinus von Alpha. Und die zwei Cosinus Alpha, die bleiben mir über, die schreibe ich jetzt da einfach noch dazu. Sehr schön. Ich erinnere daran, dass der Cosinus von 90 Grad und auch der Cosinus von minus 90 Grad, dass die beide 0 sind. Okay? Das heißt, ich kann diese beiden Summanden einfach wegstreichen, weil da steht ja immer mal Cosinus von 90 Grad oder Cosinus von minus 90 Grad. Das heißt, die sind einfach 0, die spielen gar nicht mit. Und wenn ich mir jetzt den Sinus von 90 Grad und den Sinus von minus 90 Grad anschaue, dann sehe ich, dass der Sinus von 90 Grad ja plus 1 ist und der Sinus von minus 90 Grad gleich minus 1 ist. Also diese beiden Terme hier. Und naja, in der Sinus von minus 90 Grad, da steht ja ganz vorne vor der Klammer noch einmal ein Minus. Das heißt, da habe ich dann minus mal minus 1, das heißt plus 1. Das heißt, im Endeffekt kriege ich für den oberen Term und den unteren Term je einen Cosinus von Alpha dazu. Okay? Das heißt, ich habe dann Cosinus Alpha plus Cosinus Alpha minus die orangenen 2 Cosinus Alpha, die ich vorher schon stehen gehabt habe. Okay? Naja, da steht jetzt 2 Cosinus Alpha minus 2 Cosinus Alpha und wurscht, was ich für Alpha einsetze, das muss immer 0 sein. Okay? Das heißt, wir haben auch diese Vermutung beweisen können. Und wir haben hier nie angenommen, was Alpha sein muss oder so. Das heißt, das gilt für alle Winkel. Sehr schön. Schauen wir uns gleich das nächste Beispiel an. Das da. Da steht, du stehst vor einem Wolkenkratzer und wenn man gerade schaut, schaut man genau ins Erdgeschoss. Und wenn man 30 Grad nach oben schaut, dann sieht man in den 10. Stock. Und jetzt ist die Frage, welchen Stock sieht man, wenn man statt 30 Grad 60 Grad nach oben schaut? Und naja, die intuitive Antwort wäre natürlich zu sagen, naja, doppelt so weit nach oben, sich doppelt so weit drauf, also statt den 10. Stock den 20. Stock. Aber Achtung, wir haben ja im ersten Video von diesem Videozyklus schon gesehen, dass es mit den Winkelfunktionen nicht so einfach funktioniert. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger sein. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel sagen, ich möchte dir mal ein bisschen Zeit geben, dass du selber überlegst, wie du das lösen könntest. Und ja, wie gesagt, wieder 3 Sekunden Zeit, damit du das Video pausieren kannst. Und danach zeige ich dir, wie ich berechnet hätte, in dann wievielten Stock man sieht. Also 3 Sekunden ab jetzt. Na gut. Was wir brauchen, ist der Tangens. Der Tangens wird hier ganz, ganz wichtig sein. Und zwar, wir haben hier zwei rechtwinklige Dreiecke. Und zwar einerseits dieses rechte. Also ich habe hier einen rechten Winkel. Und ich habe einerseits dieses große rechtwinklige Dreieck, was in den x-ten Stock raufgeht. Und ich habe das kleine, was in den 10. Stock raufgeht. Ich nenne den Abstand, den ich selber vom Haus entfernt stehe, den nenne ich mal d. D für Distanz oder so. Und diese erste Höhe, das da, das nenne ich h1. Also die Höhe bis in den 10. Stock, diese erste Höhe. Und diese, ich weiß nicht, wo ich das hinzeichnen soll, ich glaube auf die andere Seite. Ich hoffe, das ist übersichtlich. Diese Höhe nenne ich h2, okay? Das heißt, wir haben das eine rechtwinklige Dreieck, wo die eine Kante der d ist und die andere Kante, oder ich mache das so, die eine Kante ist d, die andere ist h1. Und das zweite rechtwinklige Dreieck ist mit
wieder mit derselben Katheter D, aber hat zwei, also viel weiter rauf dann. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist H2? Naja, H1 ist, ich messe die Höhe hier in Stockwerken, okay? Also ich schreibe hin, H1 ist gleich 10 SW. Man kann ja Längen in verschiedenen Einheiten messen. Also wir verwenden meistens Meter oder Kilometer. Die Amis verwenden immer noch Fuß und Yard und Meilen oder was auch immer. Aber die Distanz ändert sich ja nicht. Und in dem Kontext ist es vielleicht geschickter, wenn wir es in Stockwerken messen. Okay? Es steht auch in der Angabe, dass alle Stockwerke gleich hoch sind. Das heißt, das ist eigentlich eine legitime Art und Weise, das zu lösen. Na gut. Die erste Beobachtung ist, dass der Tangens von 30 Grad, und ich erinnere an dieser Stelle nochmal daran, der Tangens ist die Gegenkathete von dem Winkel mal geteilt durch die Ankathete von dem Winkel. Naja, die Gegenkathete von diesem 30 Grad, das sind, ist genau H1, also 10 Stockwerke. Und die Ankathete ist D. Wie gesagt, das da sind 10 Stockwerke. Daraus folgt, dass ich D umformen kann auf 10 Stockwerke geteilt durch Tangens von 30. Und zwar Tangens von 30 Grad, okay? Der Tangens von 60 Grad ist, schaut fast genauso aus. Das sind H2 geteilt durch D. Okay. Tangens von 60 Grad ist gleich H2 geteilt durch D. H2, nicht H Quadrat. Und wenn ich das umforme auf H2, das ist ja das, was wir suchen, dann habe ich H2 ist gleich D mal Tangens von 60 Grad. Ja? Also ich habe das D einfach auf die andere Seite gebracht. Und jetzt kann ich das D von vorher hier einsetzen. Weil die 10 Stockwerke, das ist eine Distanz, die wissen wir ja. Tangens von 30 Grad kann ich mir theoretisch ausrechnen. Tangens von 60 Grad kann ich mir theoretisch ausrechnen. Dann sind wir ja schon fast fertig. Ich habe H2 ist gleich. Hier setze ich das D ein, also 10 Stockwerke, geteilt durch Tangens von 30 Grad mal Tangens von 60 Grad. Und wenn ich das jetzt einsetze und in den Taschenrechner eingebe, dann passiert was sehr Spannendes, weil ich sehe, dass der Tangens von 60 Grad geteilt durch den Tangens von 30 Grad, dass das 3 ergibt. Okay? Also ich verdoppel den Winkel und der Tangens verdreifacht sich. Das ist nicht immer so, das ist genau für diese Winkel ist das so. Aber sehr spannend, dass es hier so ein ganzzahliges Ergebnis gibt. Und diese 3 muss ich noch mit den 10 Stockwerken multiplizieren. Und dann kommt mir genau 30 Stockwerke heraus. Okay? Das heißt, dieses Gebäude ist 30 Stockwerke groß. Groß. Hoch. Naja, wenn H2 30 Stockwerke ist, dann wievielten Stock sehe ich dann? Naja, den 30. Das heißt, x ist gleich, also das ist dieses x hier, 30. Sehr schön. Ich hoffe, du hast dasselbe Ergebnis gehabt. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass du jetzt verstanden hast, wie ich das gemacht habe. Und ich freue mich aufs nächste Video. Im nächsten Video werden wir nämlich die Summensätze, die wir bis jetzt immer nur so, ich sage mal, religiös einfach geglaubt haben, ohne sie zu beweisen, die wir ein bisschen, ich sage mal, kritisch hinterfragen und schauen und, naja, soll ich sagen, wir werden es einfach beweisen, dass sie wirklich gelten. Zumindest den, Summensatz für den Sinus. Ich hoffe, du freust dich. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.